Ja, schwierig war halt die Sprache, auch in der Schule. Ich konnte ja nur Italienisch, Albanisch noch. Man denkt immer, sie reden über einen. Ja, man fühlt sich auch unwohl, wenn man niemanden kennt. Und bis ich mal die Sprache konnte, bis ich meine Kollegen hatte, war das eine harte Zeit. Klar, alle reden vom Fußball selber, dass du ganz viele junge Spieler aus der ganzen Welt kannst integrieren. Das ist eine super Sache, das finden wir auch, machen wir auch. Wir haben jetzt 5 Spieler gehabt an der Europameisterschaft, 2, die bei Albanien gespielt haben, 3 in der Schweizer Nazi. Aber wir finden es auch sehr wichtig, dass man eben nicht nur den Fußball als Sport anschaut, sondern das ganze Soziale drumherum. So ein Stadion ist eine riesige Begegnungsstätte, wo sich die Leute verschiedenster Couleur treffen können, miteinander austauschen, in Kontakt kommen und zum Teil halt dann auch Ängste abbauen, Bedenken abbauen und einander halt irgendwie kennenlernen. Und das ist eigentlich das Wichtigste in der Integration, dass man versucht, Ebenen zu schaffen, wo sich die Leute begegnen, die verschiedenen. Also meine erste Erinnerung war der Tag, als er eigentlich bei uns beim FC Winterthur auf den Platz kam. Da ist der Vater und der hat mir durch den Platz durchgelaufen, während wir am Trainieren waren. Und der Vater natürlich ganz stolz und kommt und sagt, ja, ich habe hier meinen Sohn, darf er bei euch trainieren? Sage ich, ja, aber es ist nicht unbedingt jetzt gerade der richtige Moment, um so eine Frage zu stellen, wie wir gerade im Training waren. Und dann sagt er, ja, aber er ist ein guter Spieler. Sag ich, ja, das glaube ich auch, oder? Ich hatte dann auch meine Kollegen gehabt, durch den Fußball. Und ja, habe schneller als Sprachen lernen. Für mich ist das perfekt, dass ich gerade beim FC Winterthur einsteigen konnte. Ich sage, im Fußball ist es gleich wie draußen im Leben. Man muss sich auch in der Gruppe dann halt einfach zurechtfinden. Man kann nicht einfach seinen Kopf durchsetzen. Es gibt halt einen Trainer, der etwas sagt. Und es gibt halt gewisse Sachen, die man muss befolgen muss. Und dann, egal aus welchem Land das man ist, entweder macht man mit und sonst ist man natürlich fehl am Platz. Oder? Einfach die kleinen Aufgaben, gewisse Verantwortung auch übernehmen. Und nicht einfach nur denken, komm, man geht shooten, ich könnte aufräumen und fertig. Und draußen ist im Leben ist genau dasselbe. Wir hatten Portugiesen, Kroaten, Italiener haben wir in der Mannschaft. Und es war so Multikulti. Und von dem her war es egal, ob jetzt einer Schweizer ist oder ein Albaner. Hauptsache, er war gut und hat der Mannschaft geholfen.